Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Richter zu Wort gemeldet. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sehr verehrter Herr Ministerpräsident, ich danke erst einmal, dass da ein wenig Sachlichkeit reingekommen ist. Weil wenn man hier zu dem Plenum spricht und man hört die Stimmen, ist es sehr, sehr schwer, sich auf das, was man sagen möchte, zu konzentrieren, wenn einem etwas unterstellt wird, was man nicht gesagt hat. Herr Ministerpräsident, Sie haben die Wurstigkeit angesprochen mancher Menschen in Bezug auf wahrscheinlich auch Masken tragen. Da muss man wirklich nachdenken, woher kommt diese Wurstigkeit, woraus resultiert sie? Und sie resultiert genau aus dem Umgang, den wir auch hier erleben. Wenn jemand diskutieren möchte, und hier wird ja von der CDU gesagt, wir wollen diskutieren, wenn diskutiert werden soll, fangen Sie an, auch Sie, Herr Bocklet, fangen an mit Aluhut, fangen an, Leute und Menschen zu diffamieren. Sie diffamieren. So, und jetzt komme ich zu der milden Krankheit. Haben Sie auch gerade gesagt. Ich habe gesagt, das kann man gerne im Protokoll nachlesen, ich habe gesagt, ein milder Verlauf dieser Krankheit, und darauf beziehe ich mich auf die jetzige Situation. Die jetzige Situation hat der Herr Rock völlig korrekt dargestellt. Und wenn Sie die Zahlen von vor einem halben Jahr nehmen, Herr Bocklet, sollten Sie die aktuellen Zahlen des RKI nehmen und nicht mich dafür angreifen, dass Sie nicht die richtigen Zahlen verwenden, sondern noch irgendwie in der Vergangenheit verhaftet sind. Das ist der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt war schon im Januar, richtig zu reagieren, situativ zu reagieren, nicht statisch zu reagieren. Die Hessische Landesregierung versucht, eine Dynamisierung des Prozesses darzustellen. Aber sie dynamisiert nicht, sie ist statisch. Denn sie redet nur von dem Infektionsrisiko. Und der Herr Rock hat das eben gesagt. Sie redet nicht von den Folgeerkrankungen, von den Sterbezahlen. Wie definieren wir heute diese Krankheit, und sind diese Maßnahmen in der Form jetzt überhaupt noch notwendig, und wenn ja, dann wo? Das ist die Diskussion. Da muss man kein Aluhutträger sein, um diese Diskussion zu führen. Und dass man hier dann einfach das Wort im Munde rumgedreht bekommt, Herr Bocklet, oder dass Sie abwinken oder dass Sie immer sagen, was mein Vorredner gesagt hat, war furchtbar, das langweilt mittlerweile. Wir müssen klären, wie die Wirkung dieses Virus im Moment sich auf die Menschen auswirkt. Dann müssen wir klären, ob die Masken überall breitflächig so notwendig sind, wie wir sie jetzt haben. Glauben Sie mir, die Menschen werden irgendwann das nicht mehr einsehen. Und dann haben Sie das Gegenteil von dem, was Sie möchten. Sie können sie gerne mit einem Bußgeld bestrafen, und Sie können immer mehr dazu bringen, die Menschen dazu bringen, gar nicht mehr die Gastronomiebetriebe aufzusuchen, denn Sie erreichen einen Lockdown der Bürger selbst, die dann nämlich nicht mehr das nutzen, wofür die Menschen dort in den Gastronomiebetrieben stehen, nämlich die Menschen anständig und ordentlich zu versorgen. Und darüber müssen wir auch nachdenken. Und das mit den Schaustellern ist eben zu Recht angesprochen worden. Wie geht es diesen Menschen? Mit Investitionen in Millionenhöhe wissen die nicht mehr, wie sie vorwärts kommen. Sie wissen es nicht mehr. Und hier wird, wenn man sich Sorgen um diese Menschen macht, wenn man sagt, wir wollen das anpassen, wird hier davon geredet, jemand, der das macht, ist ein Aluhutträger. Bei aller Liebe, diese Arroganz führt genau zu den Problemen, in denen wir in unserem Land stecken, dass wir nicht mehr miteinander reden und dass auch nicht mehr einander zugehört wird. Und das ist das allergrößte Problem in Deutschland. Vielen Dank. Als Nächstes erteile ich Herrn Rock für die FDP-Fraktion, dem Fraktionsvorsitzenden, das Wort. Und, meine Damen und Herren, ich habe 5 Minuten Oppositionszuschlag gewährt. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Bouffier, leider ist Ihre Rede ohne Not. Sie haben unbegrenzte Redezeit hier sehr kurz geraten, und Sie haben viele Themen, die uns auf der Seele brennen, gerade nach dem Treffen der Ministerpräsidenten, nicht mehr angesprochen. Und das ist schade. Sie haben die Möglichkeit, als Ministerpräsident jederzeit den Hessischen Landtag, die Volksvertretung, detailliert über das zu informieren, was wir oder was Sie in Berlin mit den anderen Ministerpräsidenten vereinbart haben. Und da kann ich nur auffordern, dass Sie das
hier machen, dass wir die Themen diskutieren können, weil das treibt uns und das treibt die Menschen im Land um, weil es gibt viel mehr als 50 Euro Strafgeld für jemanden, der nicht seine Maske trägt oder für jemanden, der einen falschen Namen eingetragen hat. Es geht um die Wirtschaft in unserem Land, es geht um die Kultur in unserem Land, es geht um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land, es geht um Leben und Tod für viele Menschen in unserem Land. Und da ist es einfach zu wenig, was eben kam. Und auch die Themen, die ich angesprochen habe, die haben Sie nur gestreift. Die Menschen in unserem Land brauchen eine Betreuungsgarantie und eine Beschulungsgarantie. Es ist Angst in unserem Land, es ist Angst bei den Familien, dass es wieder anders wird. Und Sie hatten jetzt 6 Monate Zeit in der Landesregierung, die Digitalisierung der Schulen voranzutreiben, den ÖGD, also den öffentlichen Gesundheitsdienst, mit der Nachverfolgung fit zu machen. Wir haben 6 Monate Zeit gehabt, jetzt zu reagieren. Und dann müssen Sie doch auch sagen, wie Sie verhindern können, dass es wieder zu einem Lockdown kommt und nicht sagen, ich wünsche mir, dass die Menschen aufpassen und dann sind die Menschen in der Verantwortung, nicht die Landesregierung. Das ist aber ein schöner rhetorischer Kniff, den hatte ich hier anders erwartet, aber es passt ein bisschen in das Bild, was wir seit 2 Tagen von der Landesregierung haben. Die Verantwortung liegt immer bei den anderen, nicht bei der Regierung. Die Menschen in unserem Land, jeder hier in diesem Raum, ich persönlich, alle haben eine Verantwortung, dass nicht das eintritt, was der Ministerpräsident beschrieben hat. Aber vor allem die Landesregierung hat eine Verantwortung, die staatliche Situation so herzurichten, dass auch die Landesregierung ihrer Verantwortung gerecht wird. Und da will ich mal 4 Punkte aufrufen, Herr Ministerpräsident. Das erste ist der öffentliche Gesundheitsdienst. Das ist unser stärkstes Instrument, jederzeit diese Pandemie unter Kontrolle zu halten. Da ist bis heute der Gesundheitsminister in unserem Land, Kai Klose, in 2 Stunden Ausschusssitzung gestern nicht in der Lage gewesen, zumindest durchschnittlich intelligenten Menschen in diesem Raum zu erklären, wie denn jetzt die Strategie der Absonderung der Menschen im Haushalt, der Quarantäne, wer wann wohin muss, der war nicht in der Lage, eine nachvollziehbare Antwort zu geben. Und das beängstigte die Menschen, die dort in diesem Ausschuss gesessen haben. Der Minister hat gesagt, es liegt am Empfänger. Da nehme ich zur Kenntnis, Herr Minister, aber ich war nicht alleine. Vielleicht liegt es doch am Sender. Sollten Sie auch mal darüber nachdenken. Das Zweite ist, was ich absolut wichtig finde. Die Ministerpräsidenten haben eine neue Teststrategie vereinbart auf Grundlage eines Berichts des Bundesgesundheitsministeriums. Gestern wusste der Gesundheitsminister des Landes Hessen noch gar nicht, was vereinbart worden ist. Er hat es mit keinem Wort erwähnt, geschweige denn, dass er gewusst hätte, was das für Hessen bedeutet. Das kann einen verunsichern als Bürger in unserem Land. Und das Dritte, und das habe ich hier vorgeschlagen, ich fordere eine Corona-Ampel für Hessen, sodass jeder nachvollziehbar erkennen kann, wie ist tatsächlich die Infektions- und die Ausbreitungsgefahr in unserem Land. Und die muss sich eben nicht nur an der momentanen Inzidenz in einem Bereich von 10, 20, 30 Personen richten in einem Landkreis, sondern Sie haben es selbst gesagt. Wenn auf dem Familienfest absolut abgrenzbar vom Gesundheitsdienst in kürzester Zeit die Personen ermittelt werden können, die sich infiziert haben, in Quarantäne gesetzt werden, dann ist das völlig ein anderer Zustand, als wenn es eine große Feier war, 100 Leute zusammengekommen sind und die in verschiedene Bundesländer auseinandergerannt sind und wir nicht wissen, wer es war. Das ist eine völlig andere Gefahrensituation für die Gesundheit in unserer Bevölkerung. Und das muss man unterscheiden, sonst vergleicht man einfach die falschen Situationen und trifft völlig übertriebene Entscheidungen. Und der entscheidende Grund für den Lockdown, erinnern Sie sich bitte, der entscheidende Grund für den Lockdown war die Angst, dass die Intensivbetten, der Beatmungsbetten, dass die nicht mehr für die Menschen ausreichen und dass wir am Ende entscheiden müssen, wer in seinem Land leben darf oder nicht. Das hat uns alle in Angst und Panik versetzt, das will ich mal hier sagen. Und darum ist es auch entscheidend, dass wir sehen, wie ist die Auslastung des Gesundheitswesens, wie ist die Auslastung in seinen Krankenhäusern, wie ist die Auslastung der Intensivbetten. Und ich habe es hier gesagt, 2.303 Betten und 16 Menschen in unserem Land ringen um ihr Leben in diesen Intensivstationen. Herr Rock, kommen Sie bitte zum Schluss. Berücksichtigen bei seinen politischen Entscheidungen. Und der letzte Punkt. Es gibt das Gesundheitsrisiko, aber es gibt auch das Existenzrisiko für viele Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.
Und diese Frage, ob ich morgen noch einen Job habe, ob ich meine Familie ernähren kann oder das verliere, was ich mir über Jahrzehnte aufgebaut habe, ohne was dafür zu kennen, auch das ist etwas, was wir abwägen müssen. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion darf ich die Fraktionsvorsitzende Klaus vorne ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Rock, es ist halt manchmal so, manchmal im Leben muss man sich entscheiden, was man will. Beim letzten Mal hat der Ministerpräsident länger gesprochen, haben Sie gesagt, um Gottes Willen, jetzt redet er länger. Heute fasst er seine Botschaften kurz, jetzt sagt er, das ist alles viel zu kurz, alles viel zu wenig, da muss man doch länger rangehen und alle Themen abarbeiten. Manchmal muss man sich entscheiden, dazu sind Sie nicht in der Lage, und das muss man auch mal hier feststellen. Wir hatten mit unserer Aktuellen Stunde eine Botschaft, und die wollten wir senden. Und wir haben gesagt, Winter is coming, der Winter steht vor der Tür. Wir müssen hier mal drüber reden, wie geht es in der nächsten Zeit in Hessen weiter. Und die Grundbotschaft ist, wir haben es alle selbst in der Hand. Und das war unsere Botschaft heute. Der Herr Richter von der AfD hat sich wohl was anderes gedacht. Deswegen hat er die falsche Rede gehalten und hat gedacht, die feiern hier eine Jubelveranstaltung. War nicht so. Es geht weiter um Besonnenheit bei uns. Nein, geben Sie es zu, Sie hatten die falsche Rede. Wir haben 5 Minuten dafür Zeit gehabt. Und ich finde, die Rednerinnen der Koalition und die Redner haben es hervorragend gemacht. Die haben es in 5 Minuten geschafft, zu sagen, wo unsere Botschaft ist. Und da bleibt sie auch. Und jetzt komme ich, danke, dass Sie das Stichwort geben, Herr Rudolph, inhaltlich. Wir kommen zum Inhalt. Nehmen wir jetzt mal von der Kollegin Faeser die Weihnachtsmärkte. Dankbar dafür. Die Weihnachtsmärkte haben wir schon nach den Sommerferien geregelt. Ein bisschen aus der Zeit gefallen, Sommerferien und Weihnachtsmärkte ist schon in der Rechtsverordnung geregelt. Aber hier muss man noch einmal deutlich sagen, es steht da drin, lesen wir es doch gemeinschaftlich nach, Weihnachtsmärkte können stattfinden, nach den Sommerferien geregelt, finde ich herausragend. Insoweit kann man aber einen Appell senden und sagen, ja, Kommunen, traut euch, man darf unter Berücksichtigung, und jetzt sind wir wieder bei der Botschaft, unter der Vorsicht und Besonnenheit, die man walten lassen muss, steht in der Verordnung drin. Zweiter Punkt. Sie haben über die Wirtschaft gesprochen. Da haben Sie mehrfach drüber gesprochen, und wir hatten auch schon eine Regierungserklärung am Dienstag dazu. Jetzt telefoniert sie, ist schade, aber dann machen wir es für die anderen. Ja, wunderbar. Wirtschaft. Natürlich ist unsere Landesregierung und vorneweg der Ministerpräsidenten ständig in Kontakt mit der Wirtschaft und kämpft um jeden Arbeitsplatz, und das tagtäglich von morgens bis abends, sonst hätten wir diese Ergebnisse hier auch nicht. Das betrifft nicht nur den Luftverkehr, das betrifft auch Galeria Kaufhof. Soweit ich informiert bin, hat er da so eine Einladung zur Betriebsversammlung, weil man persönlich Danke sagen will. Und das kommt nicht vom Nichtstun, sondern aus einer tiefen Dankbarkeit heraus, weil hier konkret gehandelt wurde und nicht hier einfach nur vom Pult. Und ich möchte wirklich sehr deutlich an dieser Stelle noch einmal sagen, wir brauchen den Grundtenor unserer Botschaft. Wir wissen, der Winter kommt. Und deswegen haben wir auch da frühzeitig gehandelt. Und da noch einmal zum Inhalt, Frau Kollegin Faeser. Man muss doch einmal an die Schnupfennasen denken. Auch das haben wir direkt nach den Sommerferien mit einem sogenannten Rotznasenerlass gemacht. Ich hatte den in meiner Kindertagesstätte schon an der Wand hängen, doppelt für Zwingel. Da steht alles drauf mit einem Stufenplan, auch schon wieder einem Fließdiagramm. Da steht alles drauf, was es zu regeln gilt. Und auch das ist gut und richtig so. Und ich verstehe ja auch Ihren Ansatz, dass Sie nach ihm reden wollen, um so etwas zu erzählen. Aber dann müssen Sie es sich auch gefallen lassen, dass wir nach den Sommerferien schon an den Winter gedacht haben. Insoweit ist uns nicht mehr klar, war es Markus Söder oder Jon Snow, der gesagt hat, Winter is coming. Auf jeden Fall ist er coming, und wir hatten das fest im Blick. Danke schön.
Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich dem Fraktionsvorsitzenden Herrn Wagner das Wort. Ich möchte noch eine Redezeit, Frau Präsidentin, bitte. Ja. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, diese Debatte hat sehr deutlich den Unterschied herausgearbeitet, wie die Regierung und die Regierungskoalition mit dieser Krise umgeht und wie es die Opposition tut. Diese Koalition steht, der Ministerpräsident hat es gesagt, für verantwortete Realität in der Krise. Und die Opposition steht für krampfhafte Kritik in der Krise. Für krampfhafte Kritik in der Krise. Die Bundesregierung, alle Landesregierungen, gleich welche Farbe sie haben, welche Zusammensetzung sie haben, machen in dieser Krise in den wesentlichen Fragen das Gleiche, und sie machen einen verdammt guten Job. Egal, wer die Landesregierung stellt, wer sie führt, welche Koalitionen es gibt, alle machen einen verdammt guten Job. Sie machen in den Kernpunkten das Gleiche. Also könnten wir uns doch im Hessischen Landtag über diese Kernpunkte auch einig sein. Das ist aber nicht der Fall. Die einzige Besonderheit, die wir in diesem Hessischen Landtag haben, ist, dass die Opposition das falsch findet, was sie in anderen Landesregierungen selbst verantwortet. Das ist krampfhafte Kritik statt verantwortete Realität. Ich will das deutlich machen. Alle Bundesländer haben bei den Kita-Öffnungen im Wesentlichen dasselbe gemacht. Was haben Sie hier für ein Theater veranstaltet, obwohl Sie in anderen Bundesländern, wo Sie selbst die Verantwortung tragen, das Gleiche machen und obwohl es wunderbar geklappt hat? Was haben Sie hier im Landtag für ein Theater über die Schulöffnungen gemacht, obwohl Sie es 12 Kilometer weiter auf der anderen Rheinseite in Rheinland-Pfalz genauso gemacht haben? Was haben Sie hier ein Theater gemacht wegen dem Sondervermögen, obwohl Sie es in Rheinland-Pfalz genauso machen? Und was machen Sie hier für ein Theater über Konjunkturförderung, für Digitalisierung, für Klimaschutz, obwohl das die Europäische Union so macht, die Bundesregierung so macht, alle anderen Bundesländer so machen? Nur Sie machen Theater im Hessischen Landtag. Nur Sie machen Theater im Hessischen Landtag. Sie müssen sich wirklich fragen, ob Sie das richtige Format für diese Krise haben, bei dem, was Sie hier mittlerweile seit Wochen und Monaten veranstalten. Sie müssen sich fragen, ob Sie das richtige Format für Krise haben. Alle Bundesländer machen das so. Alle Landesregierungen machen es so. Auch SPD-geführte Landesregierungen machen es so. Und die Einzigen, die aus der Rolle fallen, ist die Opposition hier in diesem Landtag. Das ist der einzige Unterschied. Haben Sie das richtige Format? Herr Wagner, lassen Sie eine Zwischenfrage von dem... Lassen Sie eine Zwischenfrage? Nein. Haben Sie das richtige Format für diese Krise? Sie müssen es sich wirklich langsam fragen. Eines kann Politik nicht. Politik hat viel richtig gemacht, aber eines kann Politik nicht. Wir können das Virus nicht aus der Welt schaffen. Und deshalb, Herr Kollege Rock, wenn Sie immer so tun, als sei die Politik dafür verantwortlich, dass es in diesem Land Einschränkungen geben muss, dann ist das eine falsche und auch eine unverantwortliche Verkürzung, die Sie hier machen. Nicht die Politik ist für diese Einschränkungen zuständig. Nicht die Politik ist für die Einschränkungen zuständig, sondern es ist das Virus. Und die Aufgabe von verantwortlicher Politik, Herr Kollege Rock, ist zu sagen, wie reagieren wir auf diese gesundheitliche Bedrohung. Und ja, das ist mit Einschränkungen verbunden. Aber das ist nicht etwas, was sich Politikerinnen und Politiker ausgedacht haben, sondern es folgt aus diesem Virus. Und das ist der entscheidende Punkt, worum es geht. Und deshalb stellen wir uns, deshalb
Bitte schenken Sie dem Redner ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Deshalb stellen wir uns einer verantworteten Realität und all den Maßnahmen, die damit zusammenhängen, und Sie üben krampfhafte Kritik. Haben Sie das richtige Format für diese Krise? Das ist die entscheidende Frage. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion hat sich die Fraktionsvorsitzende Frau Faeser noch einmal zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Wagner! Glauben Sie, dass Sie das richtige Format haben, indem Sie sich hier hinstellen, auf kein Argument eingehen, nur die Opposition beschimpfen? Immer nur sind andere schuld. Glauben Sie, das ist das richtige Format? Wir glauben nein. Wir glauben nein. Es wäre gut gewesen, mal auf eines der Argumente einzugehen, mal einmal zuzuhören. Es geht nämlich nicht um die Verordnungen. Ich kann das auch leise, Herr Wagner. Es ging nicht um eine einzige Verordnung, die hier fehlen würde. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es reicht nicht aus, nur die Verordnung zu machen, sondern es geht um die Umsetzung, um konkrete Handlungsempfehlungen, um Unterstützung vor Ort. Und das fehlt in Hessen, meine Damen und Herren. Und das fehlt in Hessen. Und Frau Kollegin Klaus, Sie sollten besser informiert sein. Ja? Es geht nicht um die Verordnung für die Weihnachtsmärkte. Natürlich ist das alles per Verordnung erlaubt. Das habe ich nicht kritisiert. Ich kritisiere, dass Sie keine Handlungsempfehlungen machen, wie andere Bundesländer, wie Baden-Württemberg, wie Nordrhein-Westfalen, wie Bayern, wo viel mehr schon stattgefunden hat, weil Sie Handlungsempfehlungen haben. Deshalb. Und deshalb habe ich telefoniert, um mir das geben zu lassen. Das ist die Handlungsempfehlung der Schausteller, die am 21. Juli dem Ministerpräsidenten übergeben wurden. Da bis heute keinerlei Reaktion bis zum 1. Oktober. Mit diesen Handlungsempfehlungen könnten schon mehr Feste wieder stattfinden. Es würden mehr Arbeitsplätze gesichert. Übrigens Arbeitsplätze. Frau Kollegin Klaus. Es reicht nicht aus, sich einmal feiern zu lassen, dass der Ministerpräsident sich einmal bei Karstadt auf der Zeil eingemischt hat und jetzt sich dafür feiern lässt. Es geht nicht um Symbolpolitik, es geht um ernsthafte Politik in den Betrieben vor Ort, wo Sie nirgendwo vor Ort sind. Nirgendwo. Nicht bei VW, nicht bei Opel, nicht bei Conti, nicht bei General Electric, nicht bei Bombardier. Sie sind nicht vor Ort, um die Arbeitsplätze zu retten. Sie setzen sich bei Conti nicht offiziell ein, wie der Kollege Laschet es gesagt hat. Ich habe am Dienstag schon einmal gesagt, es ist wirklich peinlich, dass wir hinter Armin Laschet zurückstehen. Früher war Hessen einmal vorn, meine Damen und Herren. Das erwarten wir von einer Landesregierung und einem Ministerpräsidenten, dass er tatsächlich um jeden Arbeitsplatz kämpft und keine Symbolpolitik hier macht und sich wirklich um die Leute und deren Zukunft in diesem Bundesland auch kümmert. Ja, ja. Ja, ja, genau. Für die AfD-Fraktion hat sich noch einmal Herr Richter zu Wort gemeldet. Sie haben Ihnen verbleiben 1 Minute 35 Sekunden. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, so lange brauche ich nicht. Herr Wagner, hier war sie. Und Frau Klaus, die Selbstbeweihräucherung. Entschuldigung, hier war sie. Genau das ist der Sinn solcher Aktuellen Stunden. Wir verstehen doch mittlerweile wirklich, wie Politik funktioniert, aber alle hier im Haus. Herr Wagner, einen ganz deutlichen Satz an Sie. Die hessische Opposition, um das, was Sie gesagt haben, klarzustellen, die ist halt einfach besser als die Opposition in anderen Bundesländern. Das ist anders. Meine Damen und Herren, für eine
Meine Damen und Herren, für eine persönliche Bemerkung hat sich nach § 81 unserer Geschäftsordnung der Ministerpräsident zu Wort gemeldet. Meine Damen und Herren, zur Debatte könnte man viel sagen, aber eines muss ganz klar sein. Frau Kollegin Faeser, Sie haben wörtlich behauptet, auf das Bundeskonzept des Bundes der Schausteller, das im Juli kam, hätten die keine Reaktion erfahren. Ich stelle förmlich fest, diese Behauptung ist falsch. Es hat eine Unzahl von Gesprächen von mir persönlich gegeben mit dem Bundesverband, mit dem Landesverband, mit dem Verband der Frankfurter Schausteller, mit den mittelhessischen Schaustellern. Ich stelle fest, wir sind nicht nur dauernd im Gespräch, wir helfen auch sehr konkret. Zum Beispiel im Gesprächen mit dem Frau Kollegin Faeser, ich habe Ihnen auch zugehört. Und durch Lautstärke ersetzt man keine Fakten. Also, meine Damen und Herren, alle Mitglieder der Landesregierung sind dort unterwegs. Ich nehme beispielhaft die Gespräche mit dem Frankfurter Oberbürgermeister für die Frage Weihnachtsmarkt in Frankfurt. Ich nehme beispielhaft die Gespräche mit dem Ordnungsdezernent in Gießen, mit dem Weihnachtsmarkt in Gießen. Und ich könnte viele andere anführen. Eine Landesregierung muss gegebenenfalls ertragen, dass ihre Tätigkeit nicht für ausreichend gehalten wird. Was sie nicht ertragen muss, sind Falschbehauptungen. Deshalb habe ich das klargestellt. Meine Damen und Herren, damit haben wir diese Aktuelle Stunde abgehalten.